Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FSX-S Flugsimulator ohne Simulator. Wir sind heute mal wieder unterwegs an der Küste. Ich zeige euch jetzt mal eben wo. Ja, man sieht also Norddeutschland, Schleswig-Holstein. Da ist jetzt die Kieler Bucht. Und oben an der Kieler Bucht, quasi gegenüber von La Boe, ist da so eine kleine Landzunge. Da steht ein Leuchtturm drauf. Das ist der Bülker Leuchtturm. Den kann man jetzt kaum sehen. Und da ganz vorne an der Spitze bin ich gestartet. Genau, das also. Dann bin ich so ein bisschen rausgeflogen aus Wasser. Wir fliegen also ein bisschen auf die Ostsee raus. Allerdings Wetter wieder so trüb und dunkel und Wolken verhangen. Ja gut, es ist schwierig, ne? Kann man jetzt sehen, jetzt sieht es noch relativ hell aus. Es ist schwierig, hier an der Küste zu fliegen mit Windstille. Und wenn man Windstille hat, dann hat man eben auch gerne mal Wolken. Also blauen Himmel und Windstille, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon mal gegeben hat. Aber gut, so, hier bin ich jetzt gestartet. Man hat ja gerade gesehen an dieser Landzunge. Und jetzt habe ich gedacht erstmal, okay, erstmal raus. Ein Stück raus, aufs Wasser. Anfänger brauchen da eine gehörige Portion Mut zu, mit dem teuren Flieger einfach so übers Wasser rauszufliegen. Aber ich sag mir, nützt ja nichts. Wenn man schöne Aufnahmen haben will, dann muss man auch schon mal die Zähne zusammenbeißen. Ne? Am besten, wenn es Not tut, auch mal ein paar Windeln anziehen und dann macht man's. Aber ich muss auch sagen, wenn die Geräte überprüft sind, alles läuft eigentlich ganz prima und es ist kein Wind, was soll passieren? Ne? Klar, ich meine, kann immer mal was plötzlich irgendwie passieren, das Ding kommt runter oder sonst was, oder geht verloren. Ja. Also ich bin erstmal raus, hab dann so ein bisschen eingelenkt, wie wir sehen. Und da hinten, was man sehen kann, auf der anderen Seite, ein ganz kleiner Strich an der Küste, das ist das La Boe Ehrenmal, das kennen wir ja auch schon. Jetzt schwenke ich mal zurück und dann sieht man jetzt auch schon die Landzunge, den kleinen weißen Bülker Leuchtturm. Und jetzt fliege ich rückwärts los, also mit Vollgas zurück. Da sieht man auch gleich die Kufen im Bild, ne? Ja, da kommen sie. Mit Vollgas rückwärts, um möglichst weit rauszukommen und diesen Zipfel da mal so ein bisschen so von der Seeseite aus zu sehen. Ja, obwohl hier bei relativ nahem ist die Sicht noch ganz gut und ganz klar, aber weiter weg ist also sehr wolkenverhangen, dunstig und diesig und dann hat dann auch gleich so ein bisschen zu regnen angefangen. Deswegen ist dieses Video auch relativ kurz, der ganze Flug war recht kurz, weil da so ein bisschen Regen kam. Und man sieht jetzt, kann man kaum erkennen, dass so irgendwie eine leichte dunkle am Horizont, so ein dunkler Schatten oder da, ja, da so unter der Wolke. Da bin ich gar nicht ganz sicher. Wenn wir jetzt die Küste da entlang gucken, da geht hinten die Eckernförder Bucht und weiter raus, ist das eben die andere Seite. Da wäre dann so der Bereich Damp, ne, da sind so Kurkliniken. Oder ist das schon die Insel Ærø, die dänische Insel Ærø? Da bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Müsste man mal genauer recherchieren. Oder ich müsste mal so ein bisschen weiter Richtung Eckernförde noch und dann mal da rausfliegen. Ein bisschen weiter raus, vielleicht noch aufs Meer, aber man sieht ja, ich bin ja schon ein ganzes Stück weit raus. Und was ich auch jetzt eher sehe, also später, was ich beim FPV nicht so gesehen habe, die Wolken, die hängen wirklich extrem tief. Ich weiß nicht, wie hoch ich da jetzt bin. Ich schätze mal, vielleicht so 200, 300 Meter irgendwie so in dem Bereich, 200 Meter denke ich mal. Und den halben Weg zu der Wolkendecke, den zur Wolkenbasis, habe ich wohl schon. Ich hätte also bequem in die Wolken gekonnt. Aber das war jetzt nicht das, was ich wollte. Ich wollte ein Stück weit aufs Meer raus und hatte ja gehofft, dass vielleicht ein paar Segler oder irgendwas unterwegs ist. Aber es war ziemlich kahl, ziemlich leer. Obwohl, und dann habe ich vom Boden aus dann gesehen, ich weiß, ich glaube jetzt noch nicht, aber kurz darauf, habe ich gesehen, dass aus der Förde, na, wir waren jetzt gerade so im Blick Richtung Förde, Kieler Förde, dass da ein großes Schiff rauskam. Eigentlich für die blaue Color Line schon zu spät, aber für die Stena Line, die mal abends irgendwie 19.30 Uhr oder sowas ausläuft, noch zu früh, habe ich mich gewundert, was kann das für ein Schiff sein? Und etwas später habe ich es dann erkannt. Ja, jetzt wieder so ein bisschen, da sitzt der Parkplatz und da steht auch mein Auto bei und so ein paar Wohnmobile stehen da. Bei dem Leuchtturm, der verschwindet gerade unten rechts in der Ecke, da ist so ein kleines Café, so ein kleiner Ausflugsort. Da sind auch viele Leute, die einen Ausflug oder Radtour wird da gerne hingemacht. Und da hinten die Kreise, die man sehen kann, das sind keine Kornkreise, da ist so eine Kläranlage.
Ja, schön malerisch. Also es ist wirklich schön mit dem Meer und der Küste hier und dann eine Kläranlage da. Aber naja, gut, wir brauchen sie, ne? Joa. Ja, da gucken wir jetzt also quasi in die Bucht, in die Kieler Bucht, in die Förde rein. Und man konnte eigentlich mit bloßem Auge sehen schon, dass da jetzt ein Kreuzfahrtschiff gerade aus Kiel ausläuft. Aber hier wegen dem Dunst oder sonst warum kann man auf dem Video da eigentlich nichts erkennen. Ich habe es aber gesehen und habe dann später auch gesehen, ich sah dann diese Schlange auf dem Bug, die sich so ziemlich weit übers Schiff, über der Wasserlinie zieht. Da konnte ich erkennen, dass die AIDA, ich weiß, dass die jetzt die Tage auch in Kiel war, und da ist die AIDA ausgelaufen. Schade, das wäre schön gewesen, wenn jetzt besseres Wetter wäre und klare Sicht und es nicht zu regnen angefangen hätte vor allen Dingen. Dann wäre ich ja mutig noch mal ein ganzes Stück weiter rausgeflogen, um mich der AIDA so ein bisschen zu nähern. Ja, jetzt kamen so die ersten Tröpfchen. Ich hatte so die ersten paar Regentropfen auch auf meinem Monitor. Deswegen bin ich jetzt erstmal zurückgekommen, um auch zu gucken, ob alles okay ist. Also da vorne an der Spitze, da stehe ich. Jetzt habe ich das Gerät erstmal wieder ein bisschen herbeigeholt. Bisschen näher gekommen, schön langsam und vorsichtig. Alles war gut, es war wirklich nahezu windstill. Und das ist natürlich gerade hier an der Ecke ja sehr, sehr selten. Und deswegen habe ich die Gelegenheit beim Schopfe gefasst. Da auf diesem Steg kann man jetzt sehen, ne? Da sind so ein paar Angler gewesen, die guckten auch ein bisschen, die verdrehten sich den Kopf. Die sind auch gleich so ungefähr mal so über die Suche geflogen, ein bisschen höher. Ja, jetzt habe ich mal geguckt, ja, regnet, aber regnet nicht schlimmer und jetzt hat wieder aufgehört oder doch nicht, so ein paar Tröpfchen waren nur. Das sagt mir eigentlich immer, okay, ich muss ja deswegen jetzt nicht alles wieder zusammenpacken und nach Hause fahren, aber jetzt, wer weiß, wie weit abhauen möchte ich auch nicht, weil wenn es dann doch mal stärker zu regnen anfängt, dann möchte ich doch bitte schnell, schnellstmöglich landen können. Aber ich habe gedacht, okay, die paar Tröpfchen, die da sind, solange das nicht stärker ist, kann ich noch eine Runde fliegen. Und habe dann gedacht, okay, ich hatte ja inzwischen das Schiff gesehen, die AIDA gesehen und ich glaube, ich hatte auch erkannt schon, das kann man so gerade schemenhaft erkennen, wenn man genau da guckt, wo die Angler sind und dann weiter aufs Meer raus, ganz weit hinten. Die Fahrrinne, die ist ja mehr da auf der Laboe-Seite, sieht man also so ganz schemenhaft, dass dann ein weißes, großes Schiff ist. Das ist tatsächlich ein großes Kreuzfahrtschiff und das ist die AIDA. Und wie gesagt, wenn der Regen nicht gekommen wäre und vielleicht noch ein bisschen besser Sicht gewesen wäre, dann wäre ich mutig noch ein ganzes Stück rausgeflogen in der Hoffnung, die so ein bisschen drauf zu kriegen. Wäre sowieso mal überhaupt eine Idee von mir, würde ich gerne mal machen, irgendwo mich positionieren und wenn so ein Schiff ausläuft, gut, nicht direkt bis zum Schiff, so weit kann ich wahrscheinlich auch gar nicht fliegen, aber ein ganzes Stück rausfliegen und das Ding mal noch so ein bisschen von näher. Also vielleicht so, dass die Passagiere die Drohne auch noch sehen können, ne? Winkende Passagiere zur Drohne auf so einem Schiff, das wäre natürlich schon ziemlich geil, finde ich. Also meine Reichweite würde nicht reichen, um da die auslaufenden Schiffe da schon außerhalb der Förde da zu besuchen. Innerhalb der Förde ist es eng genug, da könnte man das theoretisch machen, aber da ist meiste Gebiet ist Flugverbot wegen dem Flugplatz. Ja, jetzt bin ich mal hier ziemlich weit runtergegangen in Wassernähe. Das sah auf FPV so aus, als wäre ich schon fast im Wasser. Dabei hätte ich da bestimmt noch 5 bis 10 Meter mindestens über dem Wasser, mehr noch. Und dann hier zurück. Sieht man gar nicht mehr, aber da tröpfelte so ein bisschen. Und tröpfelt noch ein bisschen mehr, habe ich gedacht, nee, das hat keinen Zweck, wenn da mal so der ein oder andere Tropfen ungünstig durch die Lüftungsschlitze reinkommt, auf die Platine da drin irgendwo tropft, dann ist vorbei. Das mache ich lieber nicht, breche ich hier ab. Fängt doch an zu regnen, aber war klar, ne? Als ich dann alles zusammengepackt hatte und zum Auto marschierte, da war wieder vorbei mit dem Regen. Ja, nicht wirklich, das kam wieder was und hörte wieder auf und das war irgendwie alles nicht so das Wahre. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Genauere Informationen diesmal hier im Abspann und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bye bye, tschüssi!